Wenn du nach besonderen Menschen suchst, solltest du dir unbedingt dieses Video ansehen. Denn sonst wirst du bereuen, diese 10 speziellen Leute zu verpassen. Von einem Stuntman über einen Mini-Bruce Lee bis zum brasilianischen Hulk. Eskil Rönningsbacken. Die meisten haben wohl nicht so viel Mut wie der Draufgänger Eskil. Dieser Typ sucht nach dem Kick in extremer Höhe. Man muss schon wahnsinnig sein, um freiwillig in 1000 Meter Höhe über einen eiskalten norwegischen Fjord zu radeln. Mit einem Gewicht darunter, ohne Netz und auf dem Kopf. Oder auf einem Seil zwischen zwei Ballons zu balancieren oder einen Handstand unter einem schwebenden Ballon zu machen. Seine Stunt-Ideen sind mehr als waghalsig, aber er sieht sich diesbezüglich eher als Künstler. Er porträtiert die Verletzlichkeit des menschlichen Körpers inmitten der Natur. Während der Balance zwischen Leben und Tod, dort findet das Leben statt, sagt Eskil. Dank seiner hervorragenden Ausdauer und unglaublichen Fähigkeiten erscheint er übermenschlich. Tristan Lee. Man nimmt ihm kaum ab, dass er erst 18 Jahre alt ist. Er wurde mit 15 populär, indem er seine Fußballfähigkeiten im Internet präsentierte. Bald darauf bemerkten alle seinen erstaunlichen Körperbau. Und er wurde richtig berühmt. Das hat jedoch einen Preis. Er steht täglich um 4 Uhr morgens auf, um vor der Schule zu trainieren. Aber er macht keine halben Sachen. Er mag nicht nur Bodybuilding, sondern liebt auch Fußball. Selbstverständlich achtet er auch auf seine Ernährung. Er verzichtet auf Zucker und nimmt nur geringe Kohlenhydratmengen zu sich. Er wird niemals gezwungen, sein Essen aufzuessen. Er glaubt, dass ihn diese Ernährungsform fit hält und ihm bessere Leistungen ermöglicht. Alain Robert. Er ist nicht nur ein sportlicher Typ, sondern auch ein Adrenalin-Junkie vom Feinsten. Er schreckt vor nichts zurück. Höhenangst ist ihm ein Fremdwort. Die meisten vermuten, dass er seine Figur seinen gefährlichen Stunts verdankt. Er wird auch französischer Spider-Man genannt. Warum? Weil er mit Leichtigkeit auf die höchsten Gebäude der Welt klettert. Dazu gehört auch der Eiffelturm und das Empire State Building. Seine Gier, hohe Bauwerke zu bezwingen, ist maßlos. Und vor allem klettert er ohne jegliche Sicherheitsmaßnahmen. Kein Seil, kein Gurtzeug, gar nichts. Einzig seine bloßen Hände bringen ihn an die Spitze. Und das ohne Genehmigung. Die Behörden haben ihn schon mehrfach aufgegriffen. Er hat seit den 90ern 100 Gebäude bestiegen und ist noch lange nicht durch. Wir sollten ihn wohl im Auge behalten. Ryusei Imai. Der 10-jährige Japaner wird oft als Mini-Bruce Lee bezeichnet. Er ist seit seinem ersten Lebensjahr ein Fan des kultigen chinesischen Kung-Fu. Nachdem er Bruce Lee in den Filmen sah, begann er die Legende zu imitieren. 2015 wurde er berühmt, als er eine Kampfszene von »Der Mann mit der Todeskralle« perfekt wiederholte. Mittlerweile hat er über 500.000 Follower auf Instagram, die all die legendären Moves, die er sich selbst angeeignet hat, bewundern. Er kann sich mit 2 Fingern hochdrücken und übt seine Kampfchoreografie. Bruce Lee ist sein Idol. Er will genauso cool wie die Kung-Fu-Legende sein. Deswegen trainiert er jeden Tag. Seinem Vater ist bewusst, dass der Titel Mini-Bruce Lee einen gewissen Druck auf Ryusei ausübt. Aber er wird seinen Sohn unterstützen, solange er damit zurechtkommt. Er soll sich dem widmen können, was er liebt. Kung-Fu. Thomas Blackthorne. Würdest du versuchen, den Rekord von Thomas zu übertreffen? Er hat einen ungewöhnlichen Guinness World Record aufgestellt. Oder kennst du jemanden, der Gewichte mit seiner Zunge heben kann? Es geht um mehr als nur einen leichten Keks oder so. Er hat mit seiner Zunge fast 12,5 Kilo gehoben. Das entspricht immerhin einem Autoreifen. Er hat praktischerweise ein Loch in der Zunge, durch das das Gewicht an einem Haken drangehängt wird, damit er es heben kann. Am 1. August 2008 am Set von El Show Olympico in Mexiko-Stadt verblüffte er alle. Naja, sonst schluckt er ja nur Schwerter, Glas und Feuer und schläft abwechselnd auf einem Nagelbett oder zwischen Schlangen. Lee Chesley.
In den Kampfszenen der meisten Actionfilme agieren oft Stunt-Doubles, denn es gibt kaum Schauspieler, die ein jahrelanges Kung-Fu-Training absolviert haben. Da kommt Lee Chesley ins Spiel. Man muss zäh sein, wenn man diesen Beruf will, was dieser Clip untermauert. Flexibilität, Stärke und Schnelligkeit. Es wirkt vielleicht einfach, erfordert aber jahrelanges Training. Lee hat als Stunt-Double auch bei Avatar und The Next Level mitgespielt. Sie hat sogar für Awkwafina aus Crazy Rich Asians gearbeitet. Laut Awkwafina ist Lee die eigentliche Heldin im Film, denn sie lässt alles viel cooler aussehen, als es wirklich ist. Kevin Faust. Beim Strongman-Wettbewerb kämpfen sehr starke Kerl um den Titel Stärkster Mann der Welt. Aber einen Priester stellt man sich jedenfalls nicht darunter vor. Der Kanadier aus Coburg ist trotzdem der stärkste Priester weltweit. Wenn er nicht gerade Hochzeiten und Taufen in der St. Paul Lutheran Church begleitet, findet man ihn bei den Highland Style Games. Er ist seit 22 Jahren in diesem Beruf. Viele sind überrascht, wenn sie neben seinen starken Predigten auch seine starken Arme sehen. Jedenfalls ist er das Gegenteil von dem Stereotyp, wie man sich sonst einen Priester vorstellt. Der 51-jährige Geistliche kann diverse Weltrekorde vorweisen, darunter das schwerste von einem Menschen gezogene Flugzeug mit 188 Tonnen, das Ziehen eines Feuerwehrautos über 31 Meter und ein 40 Tonnen schweres Haus hat er auch versetzt. Beeindruckend. Anscheinend schenkt ihm Gott überaus viel Kraft. Kenichi Ito. Also, auf Händen und Füßen zu gehen, bekommt man ja gerade noch so hin. Aber dieser Typ kann auf allen Vieren sogar rennen. Der Monkey Man rennt uns nicht nur davon, er trägt auch den Weltrekord dafür. In seiner Disziplin ist er der schnellste Mann der Welt. Der 33-Jährige legt 100 Meter in 15,71 Sekunden zurück. Sein Erfolg wurde auf dem Komasawa Olympic Park Athletic Field in Setagaya, Tokio dokumentiert. Das ist seine Bestzeit. Er hatte diesen Rekord bereits dreimal gebrochen. 2008 lief er 18,58 Sekunden, 2012 17,47 und 2013 16,87 Sekunden. Er hat sich also stets selbst übertroffen. Doch er hatte Konkurrenz. 2014 wurde er vom Kazumi Tamakoshi im 100-Meter-Lauf geschlagen. Er schaffte 15,86 Sekunden. Doch dank seinem speziellen Training hat er ihn trotzdem geschlagen. Übrigens ist er von Beruf Reinigungskraft. Probiere sein Training aus und schreib mir in die Kommentare, ob es funktioniert. Tao Porchon Lynch. Die Yoga-Lehrerin wurde leider nur 101 Jahre alt, aber ich muss sie dir einfach vorstellen. Sie hat ihr Leben in vollen Zügen genossen und das war an all den Kleinigkeiten, die sie tat, spürbar. Sie trug den Titel für die älteste Yoga-Lehrerin der Welt. Sie praktizierte den Sport seit ihrem 8. Lebensjahr und unterrichtete ihn bis zu ihrem Tod in New York. Trotz ihres hohen Alters konnte die Großmutter anspruchsvolle Yogastunden durchführen, war stark und hatte eine erstaunliche Ausdauer. Sie nahm auch an Tanzwettbewerben teil, von denen sie einige gewann. 2015 war sie mit 96 Jahren bei America's Got Talent. Sie schrieb zwei Bücher, war eine Zeit lang Schauspielerin in Hollywood und demonstrierte mit Gandhi für soziale Gerechtigkeit. Ihr Leben war eine Inspiration für viele und hoffentlich auch für dich. Bist du so agil wie Tao? Dann kommt jetzt die Übung, drück die Abonnententaste und danach der Glockenläuter. Like uns, um alle neuen Videos zu sehen. Super! Und jetzt der brasilianische Hulk. Klar gibt es viele Bodybuilder, die öfter mal mit Hulk verglichen werden. In Brasilien trifft dies auf Romário dos Santos Alves zu. Er muss nicht wie der Comicheld erst wütend werden, um mit Muskeln zu glänzen. Er sieht auch so wie Hulk aus. Zum Glück, denn früher war dem nicht so. Seine Besessenheit von überdimensionalen Muskeln ging damals zu weit. Er nahm sogar Synthol und spritzte es sich in den Bizeps. Die Mischung aus Öl und Alkohol lässt die Muskeln anschwellen. Das war auch, was er sich wünschte. Nur, das Mittel hat einen Nebeneffekt. Bei übermäßigem Gebrauch werden die Muskeln steinhart.
Sein Bizeps war riesig, aber auch voller steinharter Beulen. Die Ärzte waren kurz davor, ihm die Arme zu amputieren. Doch zum Glück reichte es, die versteinerten Teile zu entfernen. Romario hat seine Lektion gelernt und baut seinen Körper jetzt mit altmodischem, hartem Training auf. Welcher ungewöhnliche Mensch hat dich überrascht? Schreib deine Antwort in die Kommentare. Morgen kommt ein neues Video für dich. Schau auf jeden Fall wieder beim Top 10-Kanal vorbei.